Ein totes Schaf. Okay. Ah, das sind wahrscheinlich diese Miesmonster, die ich zerstöre. So sukzessive. Die hier irgendwie rumhängen, aber. So, hier ist das Corpus Delicti in Ordnung, also die Bäume. Hier nicht. So, das heißt, ich mache dich weg, dann kommt da ein Setzling hin. So, dann mache ich dich weg. Wie gesagt, wir haben ja jetzt alte Leichen noch rumstehen. Da müssen wir, wenn dann schon, hier richtig aufräumen. Und nicht da uns so Baumfragmente in der Gegend rumstehen lassen, weil wir wollen ja auch, dass unser Forst, bei dem wir uns unseren Wald holen, dass der einigermaßen fesch ausschaut. Ne? So wollen wir das doch haben. So, also ich will es zumindest so haben. Auch wenn das jetzt natürlich ein bisschen arbeitsintensiver ist. Aber wenigstens haben wir dann hier wirklich einen schönen Wald mit Baumschule und allem. So, und wenn wir das alles weg haben, dann da knall. So. 4. Bäm. Okay, knall. Da wollte ich ausprobieren, ob es auch mit der linken Maustaste geht, aber offenbar nicht. 4. Bäm. Knall. So, hi. Du bist ja auch noch da. Zack. Jetzt nicht mehr. Wunderbar. Seht ihr das hier? Lauter. Oh. Stimmt, da war ja auch noch so eine Höhle. Ich bin jetzt gerade total versucht, auf Höhlentour zu gehen, aber jetzt noch nicht. Wobei ich auch nicht weiß, ob wir nicht in der Höhle schon waren. Waren wir in der Höhle schon? Wie gesagt, ich weiß es nicht. So, wir machen jetzt erstmal hier unseren Forst fertig. 5. 4. Bäm. 5, 4, bäm, 5. So, wie gesagt, das machen wir jetzt einen nach dem anderen. Zack, 5, zack, 4, zack. So, dann geht's da unten hin. 5, bäm, 4, zack. Jo, toll. Okay. Machen wir hier weiter. 4. Zack. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich das Zeug nicht irgendwie ein bisschen umsortiere. Also eigentlich so und so. Eigentlich so. So, so. So macht es mehr Sinn. Genau. Zack und zack. Wunderbar. So, da hinten geht's weiter. Hey, ein Sch. Oh, Ratten! Yay, endlich Ratten! So, 2, 3, bam. Dann machen wir mal 5 und sagen. Ha! Ich habe eine Ratte! Wunderbar. Das wollte ich nämlich eigentlich, weil ich das mit den Katzen ausprobieren möchte. Ah, shit. 3. Bäm. Warte, was passiert, wenn ich hier mache? Ah. Okay. Egal. So, hier gibt's also noch Ratten. Das ist doch toll. So, jetzt komme ich mit den Zahlen natürlich durcheinander, weil ich es gerade umsortiert habe. Das ist natürlich super clever. Aber es ist trotzdem näher. Das heißt, ich kriege das vielleicht auf die Dauer auch ein bisschen hin, mir das zu merken. Da unten sind Erdis, den ich eigentlich aus dem Weg gehen will. Na gut. Wo ist denn eigentlich der Mond gerade? Der Mond ist am Untergehen. Das heißt, es lohnt sich jetzt nicht, nach Hause zu gehen. Gut, dann machen wir doch den hier mal weg. Bam. Na komm. Uah. So. Schnubbel.
Und Schnipsel. So, dann sind wir hier und setzen da wieder einen Setzling rein. So, überall, wo diese verkrüppelten Baumkronen sind, nein, da nicht, da unten. Wo diese verkrüppelten Baumkronen sind, da müssen wir ja einen Setzling rein. Das war jetzt wieder sehr clever. Hihihi. Vollidiot. Jetzt werde ich von hinten wahrscheinlich gleich angegriffen. Hihihi. Vollidiot. So, zack. Und dann machen wir mal den Baumstamm weg und dann setzen wir da ein Setzling drauf. Dann geht's hier einfach weiter. Wie gesagt, wir wollen jetzt hier die Baumschule ein bisschen aufforsten. Einfach, wenn wir das letzte Mal so verbockt haben. Zack, da geht's rein. So, einfach weil ich gedacht habe, ich wäre besonders clever. Deswegen dauert es jetzt hier auch ein bisschen einfach. Aber das ist ja auch halb so wild. Zwei. So, und den machen wir weg. Dann mache ich doch erstmal den da drüben weg. Wie sieht es mit den Frames aus? Die Frames sind in Ordnung. So, dann sage ich hier mal 1, 3. Zack, 1, 3, 15, 17, 29. So. Sind wir da und dann können wir. Okay. Da muss ich demnächst mit der Schaufel rein. Kann ich da sagen? Da. Da. Und da. Dann sage ich hier 3 und sage fluff, fluff. Fluff und Fluff. Und nehm dich mit. Ach, ich wollte die Dinger doch eigentlich gar nicht mitnehmen. War hier nicht zufällig gerade eine Maus? Nee, hier war keine Maus. Schade. Ich bin gerade total mausgeil. Weil ich ganz gerne ein Mäuschen hätte. Ich hätte gern so ein süßes kleines Mäuschen für mich. Oh. So, nein. Einfach, weil ich das mit den Katzen ausprobieren möchte. Wie die eben auf Mäuse oder Ratten reagieren. So, so. So, da ist ein Apfel. Fluff und Fluff. Zack. Und zack. Und dann müssten wir eigentlich mit dem Spaß schon durch sein. Das heißt, wir können wieder nach vorne. Na gut, fast. Da ist noch einer. Bam, bam. Und bam. Ach, hier ist noch einer, genau. So, Setzling. Wow, ich habe die Setzlinge aufgebraucht. Das heißt, es wird Zeit, wieder welche einzusammeln. Zum Glück gibt es hier ja genug. So, da. Der ist gerade. Habt ihr es gesehen, wie schnell die Bäume hier wachsen? Die Bäm. Erst kleiner Setzling und dann Bäm. In the face. So, dann machen wir da nochmal einen Setzling drauf. Wieso nehme ich die eigentlich? Ach, das sind andere Setzlinge oder was? Hm. Sehr skurril. Eine Maus. Okay, das wollte ich ja nicht. Ich wollte. Ah, warte, ich muss da leer sein. Dann geht's. Ah, Mist, 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 Mist. Hey, ich stehe direkt über dir. Wieso verpasse ich dich die ganze Zeit? Ha, jetzt habe ich dich. Wunderbar. Zwei Ratten. Zwei Ratten. Es waren mal zwei Ratten, die hatten keine Ahnung von irgendwas. So. Ah, da geht's ja noch weiter. Und dann hier Setzling rein und gut ist. Ah, hier oben geht's auch noch weiter. Gut, zack. Zack. Zack, wobei ich es mit den Bäumen hier jetzt auch nicht übertreiben muss, muss ich sagen. Zack, das heißt, hier geht's wieder auf die Setzlinge. Eins, zwei,
3 und 4. Und dann sind die Setzlinge auch schon wieder weg. Das heißt, ich hätte vielleicht doch Setzlinge sammeln sollen. Na, kommst du jetzt? Meine Herren. Also manchmal ist es mit den Setzlingen hier echt ein Fluch. So. Doch. Doch noch. Doch da, ha. Also in diesen Dinger muss ich auch unbedingt mal rein. Hier sind noch 3. Da unten geht es sogar runter. Ah. Setzling. Oh, da ist auch noch einer. Hopp. So. Dann sind wir im Idealfall natürlich sogar in der Situation, dass es total aufgeht und wir nicht mal mehr Setzlinge mit nach Hause bringen. Na gut, total aufgehen ist gelogen. Okay, 3 da rein. Du. Und hoppla. Und das müsste der letzte Baum sein, oder? Das müsste doch der letzte abgeholzte sein. So, wie gesagt, und wenn wir jemals wieder welche haben, die zufällig abgeholzt sind, dann können wir ja immer noch die nachträglich wieder einsetzen. Zumal die ja eh selber ihre eigenen Setzlinge werfen. Also das ist ja das Tolle. Oh, Äpfel. Super. Wunderbar. Das heißt, wir können hier eigentlich auch gerade die Äpfelbäume, die Apfelbäume umhauen. Ah, da unten. Oh, da sind ja noch welche. Oh, da hinten geht es ja noch weiter. Aber wir machen jetzt hier erstmal die Apfelbäume. Ich dachte, da kommt gerade was. Wir machen hier gerade erstmal die Apfelbäume. Einfach, weil wir A, Holz brauchen und B, damit dann auch gleichzeitig Nahrung kriegen und Setzlinge. Was natürlich super clever ist. So, das ist der. Dann kommt der, der, der und der. So. Dann gehe ich hier auf 5, 6. So, du, 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 du und du. Setzlinge hat der aber keine verloren. Das ist aber seltsam. Na gut, kommt hier ein Setzling rein. Haben Apfelbäume vielleicht keine Setzlinge? Muss ich die pflücken? So, kommt da einer rein. Ja, die sind jetzt natürlich geschützt durch die anderen Bäume. Das ist natürlich dämlich. Das heißt, ich muss die anderen Bäume auch gleich mit weg machen. So, dann machen wir das doch. Kann es sein, dass Apfelbäume keine Setzlinge werfen? Das müsste ich ja fast ausprobieren. So, dann machen wir da einen rein und da. Oh, da. Zack. Da einen und da einen und da ist ein Apfel, da ist ein Apfel, da ist ein Apfel, da ist ein Apfel, da sind Setzlinge. Na hopp. Hopp und hopp. Wie gesagt, was ich an meinen Tests ein bisschen dämlich finde, ist. Ah, das sind die, die ich neu gepflanzt habe. Okay. Was ich an meinen Tests ein bisschen dämlich finde, ist, dass man die Gegenstände nicht dadurch einsammelt, dass man über sie hinwegläuft. Das ist bei meinem Test schon besser gelöst, muss ich ganz klar sagen. Aber das soll uns ja nicht abhalten davon, meinen Test zu spielen. Mach ich jetzt den Apfel kaputt? Ich glaube nicht. So, Apfel, 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 übrigens, 3 Setzlinge, Apfel. Apfel. Gehe ich mal ins Inventar und schau da mal. 61, okay. So, wo sehe ich denn den nächsten Apfelbaum? Nirgends, dann. Ah, doch, hier. So, wunderbar. Zack. Ja, das sind aber Bäume, die ich quasi selber ausgesät habe. Den da wollte ich. Das sind ja Bäume, die ich selber gerade ausgesät habe. Das ist ziemlich cool. Das heißt, die Bäume, die ich selber ausgesät habe, die geben auch Äpfel. Das heißt, vielleicht geben immer nur die frischen Äpfel und die alten nicht. Das heißt, ich muss die Bäume fällen, um Äpfel zu bekommen. Also, um auch vor allem neue Äpfel zu bekommen. So, das heißt hier, dann mache ich immer Apfel, Apfel. Setzlinge habe ich gerade keine.
Da war wieder ein Apfel.